Fit Finlay. I'm CWA Intercontinental Champion and Commonwealth Champion. And today on this tape, with the help of Ulf Herrmann, we're going to show you the first and basic steps of becoming a professional wrestler. Unsere erste Übung bezweckt, dass man sich erst einmal auf der Matte orientieren kann und ist auch der erste Schritt, sich beim Fallen selbst zu schützen. Man nennt das eine Vorwärts-Schulterrolle. Start der Übung in der Ausgangsstellung, so wie hier gezeigt. Danach kommen rechter Arm und rechtes Bein nach vorne. Der Kopf taucht unter dem eigenen Körper durch. Wichtig ist, dass über die Schulter nicht über den Kopf abgerollt wird. Diese Fallübung ist dazu da, wenn man geworfen wird, die Wucht des Falles vom Rücken auf den Arm umzuleiten. Wichtig ist hierbei, möglichst flach zu landen. Mit der Hand wird hart auf die Matte geschlagen, um den Schock vom Körper wegzunehmen. Man nennt das einen Side Breakfall. Deutlich zu sehen, der Arm liegt im rechten Winkel zum Körper. Beim Back Breakfall werden beide Arme benutzt, um die Wucht des Falles gleichmäßig auf den Körper zu verteilen. Auch diese Übung dient dem Schutz des Rückens und der Hüften. Also, nicht zuerst auf den Hüften landen und auch beim Fallen das Kinn auf dem Oberkörper behalten. Die gleiche Übung noch einmal von der Rückenansicht. Den Kopf von der Matte, Arme und Rücken flach. Es ist sehr wichtig beim Wrestling einen starken Nacken zu haben. Die sogenannte Wrestler's Bridge dient dem Aufbau der Nackenmuskulatur. Wird, wie hier gezeigt, eine Brücke auf dem Kopf gemacht und der Körper wird über den Nacken hin und her geschaukelt. Die Kraft für die Bewegung kommt aus den Beinen. Zum Beginn der Drehung wird der linke Fuß an den rechten Fuß gesetzt. Dann wird der rechte über den linken Fuß gezogen. Die Hände werden zur Balance benutzt. Hier sehen wir nun den ersten Griff im Wrestling mit dem Namen Referee's Hold. Sie stehen mit ihrem linken Bein seitlich nach vorne. Die linke Hand wandert hinter den Nacken des Gegners. Die rechte in die Armbeuge. Die Beine werden in einem Abstand von circa einer Schulterweite auseinandergestellt. Niemals die Beine hierbei kreuzen.
sollte besonders gut trainiert werden, weil die meisten Haltegriffe mit dieser Position beginnen. Hier wird nun ein Side-Headlock gezeigt, der vom Referee's Hold ausgeht. Für diesen Griff wird der Kopf des Gegners mit der linken Hand auf den eigenen Brustkorb gezogen. Um diesen Haltegriff zu sichern, werden die Hände ineinander verhakt. Der Name hierfür ist Butcher's Hook. Während der Kopf an die Brust gezogen wird, dreht sich der eigene Körper nach rechts. Der Butcher's Hook ist die Sicherung für alle Haltegriffe, wie hier beim Headlock. Hier nun der Wechsel von einem Side-Headlock zu einem Front-Headlock. Der Wechsel sollte möglichst schnell durchgeführt werden, weil der Side-Headlock im Stand für längere Zeit zu risikoreich ist und es dem Gegner zu leicht macht, mit einem Gegenmove zu kontern. Um dieses Manöver durchzuführen, drücken Sie mit Ihrem Gewicht auf den Gegner. Auch er wird sich gegen Sie lehnen. Nun wird Ihr linker Arm gelöst und über den Rücken des Gegners gelegt. Die Hand wird nun unter das Kinn des Gegners geschoben und greift in die eigene rechte Hand. Der Kopf wird nun zwischen dem eigenen linken Arm und dem Brustkorb gehalten. Beide Male wird auch hier der Griff gesichert mit einem Butcher's Hook. Auch hier ist die gute Beinarbeit sehr wichtig. Die Beine dürfen niemals gekreuzt sein und stehen wieder in circa einer Schulterweite auseinander, um die Balance zu halten. Eine gute Beinstellung ist Voraussetzung dafür, sich in einer sicheren Position zu halten. Würden Sie Ihre Beine kreuzen, würden Sie die Balance verlieren. Das führt zwangsläufig dazu, dass Sie sich in eine für Sie gefährliche Position begeben und lässt einen Gegenangriff zu. Dieser Headlock ist einer der sichersten, weil der Körper in einem sicheren Abstand zum Gegner gehalten wird. Mit diesem Griff kann der Gegner nun in jede beliebige Richtung manövriert werden. Hier haben wir den Side-Headlock noch einmal, werden ihn aber in einen für Sie neuen Griff umwandeln, in einen sogenannten Krawatt. Der Krawatt ist ein wichtiger Griff, um den Gegner zu kontrollieren. Wir starten von einem Side-Headlock. Die rechte Hand zieht unter dem Kinn vorbei bis hoch zum Ohr. Die Rückseite der linken Hand legt sich auf den Nacken. Nun werden wieder die Hände ineinander geschoben und der Griff gesichert mit einem Butcher's Hook. Hier sehen wir die Beine noch im Side-Headlock. Der Platz wird mit dem Gegner, beginnend mit dem linken Fuß, in 3 Schritten getauscht. Achten Sie auf den Abstand der Füße für den sicheren Stand. Hier noch einmal den Krawatt vom Side-Headlock ausgehend. Achten Sie noch einmal auf den genauen Ablauf der Bewegungen.
Der Körper wird entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. Hier wird mit dem Krawat Druck ausgeübt. Das dehnt die Nackenmuskulatur und bereitet dem Gegner Schmerzen. Um das zu erreichen, wird der Kopf des Gegners mit dem linken Arm nach unten gedrückt. Jetzt gehen wir über in eine ziemlich schwierige Kombinationsübung. Sie startet in einem Griff, geht über in einen Wurf und endet wieder in einem Griff. Sie werden sehr oft trainieren und hinsehen müssen. Hier sehen wir gleich noch einmal, wie der Gegner am Ende der Kombination gehalten wird. Das ist ein Chinlock. Nun starten wir in der Ausgangsposition mit dem Krawat. Danach folgt ein sogenannter Throw, also Wurf, den man Headmare nennt. Im Anschluss daran setzen wir einen Chinlock an. Der Ablauf der Kombination noch einmal. Krawat, Headmare, und wieder wird der Gegner im Chinlock gehalten. Hier sieht man deutlich den Chinlock gesichert mit dem Butcher's Hook. Den Aufbau der Kombination jetzt im Einzelnen. Als erstes werden wir den Wurf, also den Headmare, zusammen erarbeiten. Ausgangsposition im Krawat, wie immer, im Butcher's Hook gesichert. Der Kopf des Gegners wird durch eine schnelle und kraftvolle Aufwärtsbewegung beider Arme nach oben gezogen. Durch blitzschnelles Fallenlassen des eigenen Körpers unter Einsatz des ganzen Gewichts wird der Gegner auf die Matte gerissen. Sie sollten darauf achten, dass Sie entweder auf dem rechten Knie oder auf beiden Knien aufkommen. Würden Sie nur auf dem linken Knie aufkommen, wäre es in jedem Falle im Wege und würde verhindern, dass der Kopf des Gegners nahe genug zur Matte gebracht wird, um den nächsten Griff effektvoll anzusetzen. Hier wird nach dem Headmare nun in einen Strangle gegriffen. Dabei bleibt der Arm in der gleichen Position wie im Chinlock, greift aber in die Armbeuge des rechten Arms. Die rechte Hand wird auf der obersten Hälfte des Kopfes platziert. Dieser Griff ist ein sehr gefährlicher Würgegriff. Bitte beim Trainieren unbedingt mit den Kräften haushalten. Die Kombination in Originalzeit. Sehen Sie noch einmal genauestens zu und achten Sie sorgfältig auf den Ablauf der Bewegung. Hier im Unterschied zum Strangle der Chinlock. Und hier noch einmal deutlich den Strangle. Bei der nächsten Übung wird der Arm des Gegners mit beiden Händen am linken Handgelenk gegriffen. Der eigene rechte Ellenbogen zieht sich über den linken Arm. Mit Ihrem eigenen Gewicht lehnen Sie Ihre Schulter an die Seine und lassen sich auf die rechte Hüfte fallen.
Der Arm des Gegners wird gerade gehalten und in Höhe des Handgelenkes über den eigenen Oberschenkel gelegt. Das nennt man einen Straight Arm Lever. Der Straight Arm Lever ist ein Aufgabegriff, bei dem dem Gegner Schmerzen an den Gelenken zugefügt werden. Ganz deutlich zu sehen, der Arm des Gegners bleibt die ganze Zeit gestreckt. Diese Übung soll die Gelenke überdehnen, was dadurch erreicht wird, dass das Handgelenk nach oben gezogen wird. Das erzeugt Schmerzen am Ellenbogen sowie auch an der Schulter. Und natürlich auch am Handgelenk. Noch einmal der komplette Bewegungsablauf. Kurz bevor Sie hier mit dem Gegner in Kontakt kommen, drehen Sie Ihren rechten Arm um seinen linken herum und laufen dann unter seinem Arm hindurch. Die Hände treffen sich wieder zu einem Butcher's Hook. Jetzt haben Sie den Arm sicher im Griff und zwingen den Gegner auf die Matte. Der Arm wird nun auf den Rücken gedrückt. Dieser Move ist effektiver, wenn er sorgfältig ausgeführt und trainiert wird. Er heißt Spinning Back Hammerlock. Sehr wichtig ist es hierbei, darauf zu achten, dass Schulter und Oberarm flach auf der Matte und der Unterarm auf den Rücken gedrückt wird. Für die Beinarbeit des Spins werden beide Beine in die Ausgangsposition gebracht. Der linke Fuß wird schräg nach vorne, vorbei am linken Fuß des Gegners gesetzt. Nun drehen wir mit einer schnellen Bewegung den Körper um die eigene Achse. Dabei drehen sich die Füße auf der Stelle. Das rechte Bein wird im Anschluss daran schräg nach hinten gesetzt, um das eigene Gewicht auf seinen linken Arm zu verlagern. Hier sehen wir jetzt wieder den Hammerlock, vollgesichert mit dem Butcher's Hook und dem vollen Gewicht auf der Schulterpartie. Der Gegner hat nun keine Chance mehr zu entweichen. Der nun gezeigte Backslide wird auch im Referee's Hold begonnen. Der Kopf des Gegners wird an das Becken gezogen. Beide Arme greifen über seine Schulter unter seine Arme. Er wird um die eigene Achse gedreht und mit den Schultern auf die Matte abgerollt. Seine Schultern und Arme werden flach auf die Matte gedrückt. Und die Arme werden mit den Händen gehalten. Der Backslide in Originalgeschwindigkeit. Jetzt den genauen Bewegungsablauf mit dem Versuch, den Kopf des Gegners an das eigene Becken zu ziehen. Gestartet wird wieder im Referee's Hold. Der Kopf des Gegners wird nun durch eine starke, ruckartige Bewegung an das Becken gezogen. Dieser Angriff ist sehr schnell und für den Gegner völlig überraschend. Das Übergreifen der Arme. Der Gegner wird um die eigene Achse gedreht, über den Rücken, mit den Schultern auf die Matte gerollt. Noch einmal die Drehung. Abrollen. Und die Schultern auf der Matte halten. Dieses Manöver wird auch dazu benutzt, einen Angriff des Gegners auf die Beine zu kontern. Um eine Flucht bestmöglich zu verhindern, wird der Rücken so nah als möglich an dem des Gegners platziert. Diesmal werden Sie selbst namens Side Headlock gehalten. Wie schon vorher erwähnt, ist dieser Griff im Stand zu gefährlich,
um länger darin zu verweilen. Sie wollen Ihnen jetzt zeigen, wie Sie sich aus diesem Griff befreien und einen Top Wristlock ansetzen. Das ist der Top Wristlock. Die linke Hand legt sich über das linke Handgelenk des Gegners. Die rechte Hand greift unterhalb in den Butchers Hook. Der Körper wird nach links gedreht und in eine gerade und sichere Standposition aufgerichtet. Nachdem die Drehung vollzogen ist, achten Sie noch einmal auf die Position der Beine, wieder in Schulterweite auseinandergestellt. Jetzt ein sauberer Top Wristlock angesetzt, kann der Gegner auf die Matte geworfen werden. Hier sehen wir jetzt noch einmal diesen Throw, also Wurf, der am Ende mit einem sogenannten Armbar abgesichert wird. Die linke Hand bleibt in der gleichen Position hinter das Handgelenk gehakt. Die rechte wird nun gelöst. Der Körper fällt in einer sich rechts drehenden Bewegung auf die Knie. Abgesichert wird wieder im Armbar. Den Arm des Gegners haben Sie jetzt fest im Griff. Zum Abschluss die Übung noch einmal in realer Zeit. Bei dieser Übung lernen wir nun, den Gegner am Bein anzugreifen und anschließend zum Fall zu zwingen. Das nennt man einen Single Leg Pickup. Dieser Angriff erfolgt ziemlich tief. Die rechte Hand greift auf die Rückseite des Fußgelenkes, die linke in die Rückseite des Oberschenkels. Das ist ein starker, kraftvoller Griff, der es Ihnen ermöglicht, das Bein hochzureißen. Noch einmal, das Bein wird gehalten am Fußgelenk und Oberschenkel. Beim Aufrichten des eigenen Körpers wird das Bein so nahe und gerade wie möglich am Brustkorb gehalten. Haben wir das Bein fest im Griff, wird das andere attackiert. Dem Gegner wird ein Bein gestellt, durch einen Schritt dahinter. Gleichzeitig wird der Oberkörper dazu benutzt, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Er verliert die Balance. Nun sehen wir deutlich Arm, Schulter und wie er die Balance verliert. Der Griff wird am Bein gehalten, wenn der Gegner auf der Matte liegt. Jetzt wird er, wie hier zu sehen ist, in einem Armbar gesichert. Achten Sie noch einmal speziell auf Arm und Schulter und noch ein letztes Mal auf die Beinarbeit. Die Beinschere oder Leg Scissor. Diesen Angriff starten Sie durch Fallenlassen vor dem Gegner. Ihr linkes Bein landet vor dem Sein, das rechte Knie dahinter. Der Körper wird nach links gedreht. Während der Gegner stürzt, behaken Sie seinen linken Fuß hinter Ihrem linken Knie. Haben Sie den Gegner auf der Matte, drehen Sie sich so lange nach links, bis Sie seitlich auf dem Rücken des Gegners liegen. Mit dem rechten Knie wird das Bein nach vorne gedrückt und der Gegner aus der Balance gebracht. Umklammern Sie mit beiden Beinen das Seine während der Drehung. Der linke Fuß wird in die Kniekehle des rechten Beines gelegt. Noch einmal. Der Fuß wird mit der linken Hand gegriffen. Das Bein bleibt eingeklemmt
und wird mit der Hand in Richtung Kopf gezogen. Die Folge der Bewegungen abgeschlossen mit dem Druck aufs Bein. Den Bewegungsablauf noch einmal. Liegen Sie auf dem Rücken des Gegners, muss das Bein fest eingeklemmt sein. Achten Sie nun noch einmal auf die genaue Position der Beine. Diese Kombination starten wir mit einem Angriff auf beide Beine. Das nennt man eine Doppel-Leg-Attack. Das ist ein tiefer und schneller Angriff. Den Doppel-Leg wechseln wir nun durch eine Drehung in einen sogenannten Boston Crab. Durch Einsetzen des Gewichtes wird Druck auf den Rücken des Gegners ausgeübt. Das ist der Boston Crab. Beine werden in Höhe der Kniekehlen angegriffen. Der Gegner wird mit der linken Schulter gestoßen. Zur gleichen Zeit greifen sich die Beine. Nun wird er rückwärts auf die Matte fallen. Noch einmal, der Gegner wird an den Kniekehlen angegriffen. Hochgerissen. Der Fall. Ist das Manöver beendet, können Sie nun umgreifen in den sogenannten Boston Crab. Hier der Wechsel in den Boston Crab. Um den Gegner zu drehen, heben Sie ihn seitlich leicht an. Das rechte Bein wird nun über den Körper gesetzt. Auf dem Gesäß sitzend wird durch leichtes Auf- und Abtippen Druck, also Schmerzen, auf den Rücken des Gegners erzeugt. Die komplette Kombination noch einmal. Double Leg Attack und Boston Crab. Die Drehung und der Boston Crab sollten zu Anfang langsam und vorsichtig trainiert werden. Die Leg Attack und der Boston Crab werden sehr gerne und oft im Wrestling genutzt, um den Gegner zu schwächen oder sogar zur Aufgabe zu zwingen. Wir haben gerade den Boston Crab gesehen. Dieser Griff ist ein wenig anders, aber genauso gefährlich. Dieses Mal greifen wir aber nur ein Bein. Danach wechseln wir das Ganze in einen Single Leg Boston. Dieser wird auf gleiche Weise angesetzt wie der Boston Crab. Wieder wird der Gegner mit dem Gesicht nach unten auf die Matte gedreht und es wird Druck auf dein Bein und Rücken ausgeübt. Auszuüben, wird am linken Bein als erstes ein Armbar angesetzt. Das rechte Bein wird fallen gelassen und sie drehen sich jetzt nach links. Für den Armbar legen Sie die linke Hand oberhalb des Knies, vorbei an Ihrem rechten Arm unter sein linkes Bein und wird an Ihrem linken Handgelenk platziert. Die Drehung in den Boston. Thank you.
Bein zu sehen und auch das kurze Anheben vor der Drehung in den Boxen. Die beste Position für den Boxen ist, das Bein möglichst hoch zu halten. Es wird zwischen Oberschenkel und rechter Ferse gelegt, nahe zu seiner linken Hüfte. Ihre Schultern bewegen sich nun in die Richtung des Kopfes. Aus diesem Side Headlock heraus wird nun der Gegner geworfen und danach auf der Matte gehalten. Diese Kombination ist sehr einfach zu lernen. Der Name hierfür ist Cross Buttock. Über die ganze Zeit des Wurfes hinweg wird der Kopf des Gegners niemals losgelassen. Zur gleichen Zeit, zu der sie auf die Knie fallen, drehen sie sich nach rechts. Sie landen auf dem Brustkorb ihres Gegners. Der Kopf wird nach wie vor im Headlock gehalten. Der Kopf des Gegners befindet sich nach wie vor im Headlock und wird mit dem Butcher's Hook gesichert. Der Körper wird über den eigenen Rücken gezogen. Ihr Gewicht ist jetzt verteilt auf seinen Brustkorb und sein Kopf wird von der Matte gehoben. Noch einmal auf die Endposition der Arme. Dieser Move hat den schönen Namen Windmill, also Windmühle. Er wird dazu benutzt, den Gegner für einen weiteren Angriff auf die Matte zu zwingen. Der Gegner wird dadurch auf die Matte gerissen, dass sie hinter ihm laufen. Er wird nun an der Taille gegriffen und für ihn völlig überraschend hochgehoben. Gleichzeitig wird er gegen seine Füße getreten und verliert die Balance. Achten Sie jetzt beim vollen Bewegungsablauf, wie seine Beine von der Matte getreten werden und auf die Position, in der gelandet wird. In der Zeitlupe achten Sie jetzt bitte darauf, wie sein Arm nach oben gedrückt wird und auf den Griff um seine Taille. Der Griff hier von vorne, gesichert mit dem Butcher's Hook, geht über in den Griff der Taille, genannt Waist Hold, und die landende Position. Der volle Bewegungsablauf zeigt nun, wie schutzlos der Gegner nach dem Move ist. Im Prinzip kann der Gegner überall angegriffen werden. Vom Kopf den ganzen Weg nach unten bis zu seinen Beinen. Und noch ein letztes Mal in der Originalgeschwindigkeit. Erst einmal der genaue Bewegungsablauf eines sogenannten Rolling Arm Swivels. Durch das Einklemmen beider Arme wird der Gegner bei diesem Move durch Abrollen auf die Schultern gezwungen.
Bewegungsablauf in der realen Geschwindigkeit. Und nun die Übung Schritt für Schritt. Der Gegner wird durch einen Wrist Lever auf die Knie gezogen. Sie machen nun einen Schritt mit Ihrem rechten Bein über seinen Arm. Durch eine Linksdrehung wird der Arm zwischen den Beinen festgeklemmt. Sie greifen nun mit links unter seinen rechten Arm. Der Kopf taucht unter dem Körper hindurch. Dadurch rollt der Körper des Gegners mit den Schultern auf die Matte. In dieser Position könnte der Gegner nun gepinnt, also besiegt werden. Von diesem Headlock aus wird der Gegner für einen Three Count, also Schultersieg, zurück auf die Matte gezogen. Der Move heißt Reverse Crucifix. Die Effektivität dieses Griffes kann man gut in der originalen Geschwindigkeit sehen. Das rechte Bein wird unter seinen linken Arm geschoben. Mit dem rechten Arm wird der seine verhakt. Nun drehen Sie sich schnell nach links und drehen ihn so lange rückwärts, bis die Schultern auf der Matte sind. Der rechte Arm wird mit beiden Händen auf der Matte gehalten. Der linke wird gesichert durch das Bein. Der Gegner kann sich nun nicht mehr aus der Shoulder Press befreien. Um diesen sehr schmerzhaften Griff zu lernen, werden Sie sich nun auf Unbequemlichkeiten einstellen müssen. Vom Stranglehold aus führen wir das Ganze in fast einer Bewegung durch. Sie stellen Ihr linkes Bein über das seine und greifen mit dem rechten Arm unter seinen rechten. Ziehen Sie seinen Arm so hoch wie nur möglich. Das dehnt die Muskeln an der Seite und im Bauch auf unangenehme Art. Durch seitliches Herunterdrücken des Kopfes, verbunden mit einer Dehnung der Nackenmuskulatur, wird der Gegner in eine aussichtslose Position gebracht. Dieser Griff heißt Abdominal Stretch, der hier noch einmal im Einzelnen gezeigt wird.
hier nochmal die Überdehnung des Oberkörpers. Deutlich zu sehen, wie hoch der Arm des Gegners gehalten und der Kopf nach unten gedrückt wird. Zum Abschluss nun eine ganz schwere Halteübung. Achten Sie erst einmal genau auf die Beinarbeit. Ihr linkes Bein schlingt sich um sein linkes Bein. Greifen Sie mit der linken Hand nach seinem rechten Arm und ziehen ihn zurück und hoch. Das dehnt wieder die komplette Seite des Körpers. Sie können noch mehr Druck ausüben, wenn Sie den Kopf unterhalb des Kinns nach hinten drücken. Sehen Sie sich diese Übung noch einmal in den einzelnen Schritten an. So, wir hoffen, dass wir Ihnen einen ersten Eindruck dieser Sportart vermitteln konnten. Sollten Sie nun Lust bekommen haben, unsere Schule persönlich zu besuchen, können Sie gerne an einem unserer Kurse unter Leitung von Fit Finlay teilnehmen. Informationen dafür erhalten Sie im Anschluss. Okay, those are the first steps. I hope it helped. And remember, practice makes perfect.